So, in diesem Video geht es wieder um die Membran als Ergänzung zum letzten Video. Da hatten wir ja den Aufbau und die grundsätzliche Funktion der Membran. Und jetzt geht es um Vor- und Nachteile und es geht auch noch mal ein bisschen um die Einzelteile, dass ihr so wirklich mal im Detail versteht, woraus so ein ganzes Membransystem eigentlich besteht. Okay, fangen wir an. Das komplette Membransystem sieht immer ungefähr so aus. Das heißt, es ist irgendwie ein Kasten und da ist so ein Anschluss für einen Vergaser dran, ein paar Schrauben sind drin, hier sieht man auch noch irgendwas. Das heißt, es ist immer irgendwie so ein Kasten mit einem Ansaugstutzen, okay? So, und das werden wir jetzt einfach mal zerlegen. Das ist jetzt hier von der Vespa, von einem Pinasco Motorgehäuse. Aber ich sag mal, die Bauteile sind alle vergleichbar. Natürlich sehen die immer ein bisschen anders aus, jetzt bei Simson oder bei anderen Vespa-Umbausätzen. Aber vom Prinzip her sind es eigentlich immer die gleichen Bauteile, die vorhanden sind. Das heißt, die Funktion ist übertragbar. So, wir schrauben das hier einfach mal auf. Ich hatte das nur locker zugeschraubt, um da meinen Drucktest zu machen. Also typischerweise wird das System eigentlich immer von Schrauben zusammengehalten. Das sind mehrere Einzelteile, die von Schrauben zusammengehalten werden und zwischen denen Dichtungen sitzen. Die Dichtung habe ich jetzt gerade draußen gelassen gehabt, weil es nur für eine Vorführung war, aber die habe ich natürlich auch hier. Und die werden wir natürlich jetzt auch hier mit dazu holen. Das heißt, typischerweise habt ihr hier jetzt eure erste Dichtung dazwischen. Dann können wir das hier rausziehen. Ja, da unten drunter ist dann immer nochmal eine Dichtung. So, und dann hat man auch hier zum Motorgehäuse hin auch nochmal eine Dichtung. Gut, und hier am Ansaugstutzen hat man typischerweise eine Schelle dran. Gut, so, haben wir das schon mal zerlegt. Das hier sind so die typischen Komponenten eines Membransystems. Wir fangen mal ganz vorne an. Als erstes kommt eben der Ansaugstutzen. Die Ansaugstutzen sind unterschiedlich ausgeführt. Es gibt Versionen, die sind komplett aus Gummi, das heißt, da schraubt man die Schrauben sozusagen ins Gummi rein, wobei die innen drin meistens noch mit Metall trotzdem verstärkt sind. Und ja, da wird eigentlich der Vergaser einfach angeschlossen. In der Regel oder eigentlich fast immer wird der Vergaser einfach reingesteckt und das Ganze mit einer Schelle zugemacht. Das ist also eine relativ simple Verbindung, sag ich mal. Oder es gibt welche, die sind aus Metall und dann hat man so einen Gummistutzen, wie einen Schlauch eigentlich, den man drüber macht und auch mit zwei Schellen zumacht. Da habe ich auch schon oft gesehen, dass da einfach vom Auto Kühlwasserschläuche verwendet werden. Ist auch eigentlich völlig in Ordnung. Ich sag mal, da kann man praktisch alles verwenden, was irgendwo benzinfest ist. Es geht einfach nur damit darum, dass es verbunden ist. Das ist ein relativ simples Bauteil, hat jetzt zunächst einfach nur die Funktion, das Gas zu führen. So, darunter ist natürlich eine Dichtung, denn das Ganze wird dann auf die Membran geschraubt. Das heißt, als nächstes kommt es praktisch hier auf dieses System drauf. Genau, und dieses System, das eigentliche Membransystem, besteht eben aus diesen drei Bauteilen typischerweise. Manchmal sind es auch nur zwei, aber man hat immer in irgendeiner Form einen Kasten, der die Membran hält. Denn es ist ja logisch, die Membran muss ja in irgendeiner Art, in einer Art Rohr oder in einem Kasten sein. Sie muss ja abgedichtet sein außenrum. Das heißt, ich kann ja nicht einfach nur die Membran so an mein Gehäuse stecken. Es muss ja irgendwo innen drin laufen. Und das ist eben typischerweise dieser Membrankasten, der dann am Zylinder oder am Motorgehäuse angeschraubt ist. Bei Simson sieht man es oft, dass man dann so riesige Kästen am Zylinder hinten hat, die da einfach angeschraubt sind oder schon eingegossen sind, je nachdem, wie was für ein System es ist. Und bei Vespa sind es eben oft solche Teile, die man oben aufs Gehäuse aufschraubt. Genau, das ist also der Membrankasten, der hat einfach nur die Funktion, eure Membran praktisch zu halten. So, ja, dann kommen wir eigentlich auch schon zum wichtigsten Teil, nämlich zu der Membran selbst und zu diesem Bauteil hier. Dieses Bauteil, das nennt man Stuffer, S-T-U-F-F-E-R, das ist ein englisches Wort, Stuffer, ja, heißt übersetzt so viel wie Stopfer im Endeffekt, der sorgt dafür, dass, dass hier ordentlich, ja, wie soll ich sagen, der führt im Endeffekt den Gasstrom. Das heißt, man sieht es ja, der leitet den Gasstrom so ein bisschen auf die Membran.
Ja, dass dieser Gasstrom ein bisschen besseren Übergang hat und schön auf die Membran geleitet wird, weil wir haben ja hier auch einen runden Ausgang, wo wir vom Vergaser kommen, und das wäre jetzt, sage ich mal, von der Strömung, vom Strömungen her nicht so günstig, wenn das jetzt praktisch rund zu eckig wird. Ne? Dann müsst ihr überlegen, dann der Gasstrom wird dann ja komplett, ja, das ist ja nicht besonders strömungsgünstig. Der würde sich da ziemlich verwirbeln, und da haben wir einfach einen sauberen Übergang. Und das Ganze wird eben noch schön auf die Membran geleitet. Das heißt, die Gase strömen nicht hier irgendwie neben ans Metall dran, sondern sie werden relativ gezielt auf die Membran geleitet. Und dadurch hat man einfach eine bessere Strömung, und das ganze System funktioniert besser. Dieses Bauteil ist aber nicht immer da. Das ist teilweise vorhanden, teilweise auch nicht vorhanden. Es funktioniert auch ohne dieses Bauteil. Es funktioniert aber halt besser mit. Gut, so, dann haben wir hier die Membran. Oder ja, das Membrangehäuse, wie auch immer. Ach so, übrigens zum Thema Namen. Das Ganze hier hat wieder jeder wahrscheinlich seine eigenen Namen für. Ich nenne es so. Ob das jetzt die richtigen Namen sind, weiß ich nicht. Ich habe kein Zweitakt-Wörterbuch, wo die richtigen Namen drinstehen. Ich nenne es so. Wenn ihr es anders nennt, ist mir recht. Ja, wie gesagt. Also, das ist jetzt hier die Membran selbst. Und die besteht im Endeffekt aus drei Bauteilen, also aus drei verschiedenen Bauteilen. Einmal eben dem Gehäuse. Das ist dieses gegossene Gehäuse, was in dem Fall noch hier mit Gummi beschichtet wurde, damit es einfach eine bessere Dichtigkeit gewährleistet. Dann die Membranplättchen. Ja. Und hier diese Anschläge für die Membranplättchen, damit die sich hier schön wölben können, damit es auch keine Knicke gibt oder so. Ja. Das heißt, da werden die, können die sich schön anlegen, wenn die aufgehen, werden nicht zu weit geöffnet, und es gibt eben keine Knicke. Die haben eine saubere Auflagefläche hier, weil wenn wir die jetzt einfach nur mit zwei Schrauben festschrauben würden, wäre das für so ein Kunststoffplättchen doch ein bisschen kritische Belastung und würde es sehr wahrscheinlich brechen. Von daher ist es wie so eine, einmal wie eine gleichmäßige Pressung hier, wie eine große Unterlegscheibe sozusagen, und gleichzeitig auch noch eine Führung für diese Plättchen, damit die dann nicht irgendwo knicken. Ja, genau, also drei verschiedene Bauteile. In dem Fall besteht die Membran aus 1, 2, 3, 4, 5 Teilen. Genau, zwei Plättchen, zweimal die Anschläge und ein Gehäuse. Ja, diese Plättchen gibt es in verschiedenen Ausführungen. Das ist auch wieder mal eine Wissenschaft für sich. Ich glaube, dass da auch viel Quatsch verkauft wird, weiß ich jetzt. Da gibt es dann Carbonplättchen und extra leicht und Fiberglasplättchen oder Fiberglasverstärkter Kunststoff und bla. Und na, ich bin mir nicht sicher, ob das alles so seine, ob da nicht viel Geldmacherei dahinter ist. Also in dem Fall hier sind es meines Erachtens nach ganz normale Kunststoff-Plastikplättchen. Da gibt es, wie gesagt, viele verschiedene. Gut, ja, damit haben wir eigentlich schon das meiste. Es sind halt hier noch ein paar Dichtungen oben und unten. Klar, das Ganze ist immer mehrfach abgedichtet an jeder Dichtfläche. Und ja, noch ein paar Schrauben dazu, und dann war es das eigentlich auch schon. Gut, jetzt sind, denke ich, die Bauteile soweit auch klar. Und jetzt kommen wir zur Theorie. Ich habe es hier mal aufgeschrieben. Und zwar Vorteile und Nachteile. Das ist ja eigentlich sehr interessant. Ist jetzt ein bisschen trocken, wird jetzt viel erzählt. Ja, aber Vorteile und Nachteile. Wir kommen mal zu den ganz großen Vorteilen. Also prinzipiell, viele Leute bauen ja auf Membran um. Das heißt, es wird im Tuning-Bereich sehr gerne verwendet. Das heißt, es hat ja offensichtlich einen Grund. Offensichtlich funktioniert das System ja ganz gut, sonst würden es die Leute ja nicht machen. Genau, und das stimmt auch, es hat definitiv ziemliche Vorteile. Größter Vorteil ist das Thema Steuerzeiten. Ihr wisst, um unseren Motor, um diesen Gasstrom zu leiten, muss er eben gesteuert werden. Das heißt, wie diese Ventile öffnen und schließen, also unser Einlass, unser Drehschieber oder unser Kolben, Schlitzsteuerung oder so, das muss alles gesteuert werden. Das sind eben die Einlasssteuerzeit, nennt man das. So. Und es ist so, dass es gibt nicht die perfekte Steuerzeit, okay? Es gibt nicht die perfekte Steuerzeit. Ich werde oft sowas gefragt, ich habe es auch schon in den Kommentaren gelesen, was ist die perfekte Steuerzeit oder was ist die perfekte Quetschkante, was ist die perfekte das und das, die perfekte Vergasergröße oder so. Es gibt nicht die perfekte Vergasergröße, es gibt nicht die perfekte Steuerzeit, okay?
Jeder Motor ist anders. Und ich brauche für jeden Motor eigene Werte. Und der Witz ist sogar, ich brauche sogar für jeden Motor im Laufe des Betriebs rein theoretisch eigene Werte. Denn wenn ich die maximale Leistung will, brauche ich bei jeder Drehzahl eine andere Steuerzeit. Okay? Das heißt, eine Steuerzeit funktioniert immer nur in einer Drehzahl perfekt. Ich hatte mal so ein Programm, so eine Excel-Tabelle erstellt, die ihr euch runterladen konntet. Das war der Einlasssteuerzeitenrechner. Da hatte ich das auch schon erklärt. Da konntet ihr ausrechnen, welche Einlasssteuerzeit bei welcher Drehzahl die maximale Leistung bringt. Und da konnte man schon sehen, dass eben jede Drehzahl hat nur eine optimale Einlasssteuerzeit. Das heißt, für 7735 Umdrehungen brauche ich eine andere Steuerzeit wie bei 7732 Umdrehungen. Ist natürlich kein Riesenunterschied, aber von der Theorie her brauche ich für jede Drehzahl eine eigene Steuerzeit, die perfekt ist, um die maximale Leistung rauszukriegen oder das maximale Drehmoment. So, ergo, wenn mein Motor beschleunigt, von niedrigen Drehzahlen auf mittlere auf hohe Drehzahlen, müsste sich, um die optimale Leistung rauszuholen, permanent die Steuerzeit ändern. Variable Steuerzeiten. So würde ich den Motor wirklich sein Potenzial nutzen. Geht natürlich schlecht. Bei einer Schlitzsteuerung geht es schlecht. Ich kann schlecht während dem Betrieb mein Kolbenhemd länger und kürzer machen oder meinen Einlasskanal höher oder niedriger machen. Wobei, das wäre prinzipiell möglich. Genauso bei einer Drehschiebersteuerung kann ich schlecht die Kurbelwelle verändern oder am Motorgehäuse den Einlass breiter oder kleiner machen, während ich fahre. Das heißt, hier haben wir fixe Steuerzeiten. Wie gesagt, es gibt Möglichkeiten, das schon zu machen, technisch immer relativ aufwendig. Gibt es aber. Es gibt so Steuersysteme, Außersteuerung, so bla, kommen wir auch nochmal dazu. Es geht rein theoretisch, ist aber sehr, 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 sehr aufwendig. Und damals, als unsere Mopeds gebaut wurden, undenkbar, da jetzt irgendeine elektronische Steuerung oder sowas zu machen, war für den Masseneinsatz viel, viel, viel zu aufwendig. Hätte man machen können, aber ist einfach zu aufwendig. So, das heißt, wir fahren mit fixen Steuerzeiten rum. Das funktioniert zwar, aber es ist nicht optimal. Und genau da ist eine Membran natürlich ein riesiger Vorteil. Denn eine Membran wird vom Unterdruck gesteuert. Und der Unterdruck entwickelt sich eben je nach Drehzahl immer ein bisschen anders. Das heißt, er kommt mal früher, mal später. Das hat was mit den Gasschwingungen zu tun. Und eine Membran passt sich sozusagen dem Motor an. Sie passt sich mit der Drehzahl und dem Unterdruck, wann der kommt und wie auch immer, sie passt sich an. Denn sie reagiert immer direkt auf den jetzigen Zustand. Und das führt dazu, dass eine Membran variable Steuerzeiten hat. Und das ist sehr, sehr geil. Weil genau das wollen wir ja, um das Potenzial unseres Motors auszunutzen. Das heißt, wir wollen in niedrigen Drehzahlen relativ kurze Steuerzeiten haben. Tendenziell ist so der Zusammenhang, niedrige Drehzahlen sind immer kurze Steuerzeiten gut. Bei hohen Drehzahlen sind längere Steuerzeiten gut. Das hat was mit der Trägheit des Gases zu tun. Und die Membran passt sich daran an. Das heißt, sie liefert uns prinzipiell immer die optimalen Steuerzeiten. Genau. Und noch dazu sind es asymmetrische Steuerzeiten. Das heißt, sie sind auch nicht symmetrisch wie bei der Schlitzsteuerung, sondern sie sind asymmetrisch, was sehr gut ist. Das heißt, für die Vorverdichtung ist es sehr gut. Wir verlieren wenig oder fast keine Vorverdichtung, wenn der Kolben verdichtet. Und noch dazu eben sind die Steuerzeiten variabel. Das sind die wichtigsten beiden Vorteile. Asymmetrische Steuerzeiten, variable Steuerzeiten. Das sorgt dafür, dass die Motoren mit Membran in der Regel ein deutlich besseres Drehmoment entwickeln. Das heißt, die Motoren haben einfach plötzlich nicht nur an einer Stelle Leistung, sondern sie haben in der Regel dann ein viel ausgewogeneres Drehzahlband. Ja? Und das ist das, was die Leute auch spüren, wenn sie einen Membranumbau machen. Der Motor geht plötzlich in allen Drehzahlen richtig gut. Und typischerweise halt untenrum. Ne? Unsere Motoren sind tendenziell natürlich auf eine etwas höhere Drehzahl abgestimmt, weil man ja logischerweise ein bisschen Drehzahl braucht, damit man auch auf Geschwindigkeit kommt und so. Und deswegen sind Originalmotoren immer so ein bisschen, ja, vernachlässigen natürlich die sehr niedrigen Drehzahlen, so 1000, 2000, 3000 Umdrehungen, das vernachlässigen die ein bisschen, weil es, wie gesagt, im Betrieb wird so ein Moped typischerweise mit höheren Drehzahlen bewegt. Ja?
Deswegen sind die Motoren natürlich immer ein bisschen auf höhere Drehzahlen ausgelegt. Die haben ja auch ihre Höchstleistung meistens dann je nach Modell bei 5000, 6000, 7000, 8000 Umdrehungen. Darauf sind die ausgelegt. Und die unteren Drehzahlen haben die Ingenieure halt gesagt, na, die brauchen wir nicht unbedingt, beziehungsweise lieber hier Leistung oben rum, damit ich auch auf Geschwindigkeit komme, als nur unten rum oder im Drehmoment nur unten rum. Und die Membran holt da eben nochmal das raus, was sozusagen durch die fixen Steuerzeiten verloren geht. Und dadurch fühlen sich Motoren, wenn sie dann auf Membran umgebaut wurden, plötzlich viel Drehmomentstärker an. Sie fühlen sich einfach viel ausgewogener an, haben überall Power. Immer wenn man ans Gas geht, kommt was. Ja. Das ist der absolute, der Vorteil schlechthin. Deswegen kann man so einen Umbau prinzipiell auch empfehlen. Es gibt Gründe, warum ich es auch nicht empfehlen würde. Das ist aber ein anderes Thema. Es gibt viele Umbausätze, die sehr unzuverlässig sind, weil sie schlecht konstruiert sind. Aber das ist ein anderes Thema. Prinzipiell, wenn man eine Schlitzsteuerung hat, ist ein Umbau auf Membran rein aus technischer Sicht sehr, sehr, sehr sinnvoll, weil es den Motor, die Charakteristik definitiv und die Leistung und die Effizienz und das Potenzial des Motors wirklich verbessert. So. Puh. Lang geredet. Was habe ich noch aufgeschrieben? Ich habe noch aufgeschrieben, dass das System relativ einfach ist. Das heißt, es muss nicht besonders präzise gefertigt sein. Ihr seht ja, man hat so einen Gummiansaugstutzen. Die Membran selbst ist auch nichts Aufwendiges. Es ist ein Gehäuse mit Plastikplättchen im Endeffekt. Man hat keinen Drehschieber, der auf ein Hundertstel genau gefertigt werden muss. Man muss auch keinen Kanal und kein Kolbenhemd, was alles sehr präzise sein muss, bauen. Das heißt, dieses System ist relativ simpel. Hier ist nichts, was wirklich präzise gearbeitet ist. Ihr seht ja hier bei dem System, die Dichtflächen sind nicht mal wirklich abgefräst, die sind relativ rau in Anführungsstrichen. Es ist ein relativ einfaches System, es ist relativ unkompliziert. Noch dazu kann man es einfach an jedem Motor dran klatschen. Es ist halt wirklich so, ich muss in meinem Zylinder einfach nur ein Loch reinmachen. Das ist ja so bei Simson. Bei Simson funktioniert es genauso. Du hast im Zylinder, wenn du den Membrankasten abmachst, einfach ein Loch. Es ist einfach ein Loch. Zack, Membrankasten dran, es funktioniert. Es ist sehr simpel. Bei Vespa genauso. Ich mache einfach ein Gehäuse, ein Loch rein, bam, fertig, Kasten drauf und es funktioniert. Das heißt, es ist relativ einfach. Ich kann praktisch jeden Zweitaktmotor einfach auf Membran umrüsten, indem ich irgendwo im Kurbelgehäuse ein Loch reinbohre und den Membrankasten davor setze. Es funktioniert so einfach. Und genau das wird auch oft gemacht. Bei Vespa sieht man es ja oft, wird es einfach draufgeklatscht, alten Vergaser weg, Membransystem drauf, festschrauben, läuft. Wie gesagt, es gibt viele Umbausätze, die da nicht besonders gut laufen, aber okay. Und bei Simson genau dasselbe. Am Motor hat man ja schon oft gesehen, da wird der Einlass, der alte, wird weggefräst, dann ist einfach nur noch ein Loch da, Membrankasten festschrauben und das funktioniert. Das heißt, das System ist sehr einfach. Und insofern ist es auch leicht zu reparieren. Wenn bei so einer Vespa der Drehschieber kaputt geht, das ist schon ein bisschen aufwendig, das ist schon ziemlich aufwendig, das zu reparieren. Da muss dann aufgeschweißt werden und muss sehr, sehr, sehr präzise wieder diese Rundung nachgearbeitet werden. Es ist aufwendig zu reparieren. Ein Membransystem, da kann fast nichts kaputt gehen. Das Einzige, was eigentlich kaputt gehen kann, ist, dass die Plättchen brechen. Und naja, dann mache ich hier die Schrauben ab und mache neue Plättchen rein, schraube sie wieder fest und das System ist wieder repariert. Ja, gut, bei einer Schlitzsteuerung ist jetzt auch nicht so aufwendig, da kann ja auch nicht so viel kaputt gehen, aber ich sag mal jetzt gerade im Vergleich zu einem Drehschieber bei Vespa, die häufiger mal kaputt gehen, wo die Reparatur wirklich sehr aufwendig ist, ist natürlich ein Membransystem fast schon narrensicher. Gut, so viel zu den Vorteilen. Kommen wir zu den Nachteilen. Es gibt natürlich wie immer auch Nachteile, wobei ihr habt schon gesehen, ich habe ja schon gesagt, ein Membranumbau macht prinzipiell Sinn. Das heißt natürlich, die Vorteile überwiegen auf jeden Fall die Nachteile, die ich jetzt nenne. Also von daher diese Nachteile bitte nicht so ernst nehmen. Die Vorteile überwiegen hier ganz klar. Aber trotzdem möchte ich euch die Nachteile nennen, damit ihr einfach versteht, was es an diesem System eben konstruktiv so für Probleme geben kann. Und zwar einmal gibt es Flattern bei hohen Drehzahlen. Das heißt, diese Plastikplättchen, die werden ja eben von dem Druck betätigt. Das heißt, die flattern sozusagen im Wind. Könnte man jetzt mal so sinnbildlich sagen. Und genau das ist das Problem. Bei hohen Drehzahlen müssen diese Plättchen ja unheimlich schnell öffnen und schließen. Das heißt, es geht ja wirklich innerhalb von, sagen wir, 12.000 Umdrehungen. Ja, da macht so ein Motor 200 Umdrehungen pro Sekunde. Das ist schon ziemlich heftig. 200 Umdrehungen pro Sekunde. Ne? Das heißt, diese Membran muss 200 Mal pro Sekunde auf und zu gehen. Auf und zu, auf und zu. Das ist schon ziemlich flott. Das ist schon eine ziemlich heftige Frequenz und es kann sein, dass die da dabei anfangen, ja eben, man nennt das Flattern, dass die eben nicht mehr vernünftig eine saubere Bewegung machen, dass sie nicht mehr sauber auf und zugehen, sondern dass sie praktisch
Die gehen auf und dann, wenn sie zugehen, dann scheppern die sozusagen ein bisschen. Das heißt, die Bewegung wird ungleichmäßig und dadurch leidet ein bisschen die Dichtigkeit, okay? Ja, das heißt, die fangen eben an, so ein bisschen zu schwingen und das Ganze wird ein bisschen unkontrolliert. Das Thema ist aber wirklich nur bei sehr hohen Drehzahlen. Das heißt, das können wir für unsere Motoren, gerade bei Vespa sowieso und bei Simson, bei halbwegs normalen Simson-Motoren, die jetzt nicht völlig in den Drehzahlhimmel gehen, eigentlich vernachlässigen. Also es sind wirklich Probleme, die treten wirklich bei sehr hohen Drehzahlen auf. Das heißt, bei solchen Motoren, wie es so die Plastikroller haben, zum Beispiel, wo so also MHR-Team oder so, diese Zylinder, die da bis 15.000, 16.000 drehen, da kann das Probleme machen. Aber ich sage, bei unseren Motoren, wenn wir wirklich jetzt nicht gerade beim Hardcore-Tuning sind, ist das relativ irrelevant. Genau. Was noch ein Thema ist, ist natürlich die Strömungsgünstigkeit. Das könnt ihr euch schon, könnt ihr wahrscheinlich schon selbst sehen. Wenn wir da einfach mal reingucken in so eine Membran, das ist jetzt natürlich nicht so super strömungsgünstig, ne? Ich meine, wir haben hier schon diesen Stuffer drin und der bringt uns auch ein bisschen was, aber ihr seht, die Luft, das ist schon ein ziemlich verwinkelter Weg, den die da nehmen muss. Das heißt, von der Strömung her ist da natürlich eine Schlitzsteuerung deutlich besser. Da haben wir einfach einen Kanal, Kolben macht auf und es geht rein, fertig. Da haben wir im schlimmsten Fall halt die Kolbenkante und ansonsten ist es deutlich sehr strömungsgünstig. Das heißt, von dem Thema her ist die Membran natürlich nicht optimal. Wie gesagt, aber das ist nicht so schlimm. Das ist wirklich jetzt nur ein Thema wieder für Leute, die Hardcore-Tuning betreiben, die wirklich das letzte Zehntel PS rausholen wollen. Für die wäre es dann interessant, auf eventuell ein anderes System umzusteigen. Genau. Der Ansaugweg ist typischerweise länger. Das könnte auch ein Problem sein für manche Leute. Aber wie gesagt, auch hier wieder für halbwegs normales Tuning nicht relevant. Nur ist es so, wenn ich wirklich einen extremen Rennmotor bauen will, womit ich selbst nicht so viel Erfahrung habe, also diese wirklich Hardcore-Rennmotoren mit 20 PS aus 50 Kubik, damit habe ich keine Erfahrung. Das kann ich jetzt auch nur aus Büchern, die ich gelesen habe, erzählen. Aber da brauche ich sehr, sehr kurze Ansaugwege. Da brauche ich wirklich einen Vergaser, der praktisch direkt am Zylinder sitzt oder direkt am Motorgehäuse. Und da ist natürlich der Membrankasten und alles. Das macht das ganze System relativ lang und voluminös und ist natürlich für diese Hardcore-Tuning-Motoren nicht sinnvoll. Oder was heißt nicht sinnvoll? Du kriegst damit natürlich auch eine super Leistung raus, aber du würdest dann zum Beispiel mit einer Drehschiebersteuerung, die mit so einer Platte funktioniert, nochmal ein bisschen mehr rausholen. Das heißt, so typischerweise die wirklich Hardcore-Tuning-Motoren im Renneinsatz, die laufen typischerweise dann nicht mit Membran, weil eben für die allerletzte Spitzenleistung ist eine Membran nicht geeignet. Eben das sind genau diese Nachteile, die ich hier aufzähle, dieses Flattern, dass sie nicht strömungsgünstig ist, dass sie einen etwas längeren Ansaugweg hat. Das sind eben Themen, die wirklich dann so die letzten, das letzte Stück zur Höchstleistung sozusagen behindern. Und dadurch sind wirklich solche Hardcore-Tuning-Motoren meistens dann nicht mit Membran. Unvollständiges Öffnen ist noch ein Nachteil. Das bedeutet, diese Membran, wie ihr in dem letzten Video gesehen habt, wo ich versucht habe, mit der Druckluftpistole aufzumachen, die Membran öffnet natürlich nicht immer besonders gut. Sie lässt sich ja logischerweise vom Druck öffnen und wenn der Druck eben nicht ganz so hoch ist, dann macht die auch nicht ganz auf. Das heißt, ja, sie arbeitet immer so ein bisschen, dadurch, dass sie ja zurückfedert, arbeitet sie immer so ein bisschen gegen den Luftstrom. Das heißt, die behindert eigentlich ein bisschen unseren Durchfluss, weil die eben ja prinzipiell von Haus aus geschlossen ist. Das ist halt ein bisschen schade, aber wie gesagt, auch das Thema für uns 0815-Tuner nicht wirklich relevant. Steuerzeiten sind etwas ungenau, könnte man auch noch anführen. Das ist eben durch dieses Flattern kann das passieren. Oder allgemein natürlich, die Membran ist ja nicht so, dass die schlagartig aufmacht und wieder zumacht, sondern die Membran, da entsteht ein Überdruck und dann geht die langsam auf und dann geht sie wieder langsam zu. Das heißt, die Steuerzeiten sind nicht so super präzise, okay? Aber auch das ist wieder... Ich suche jetzt nach einem Haar in der Suppe, okay? Das ist wirklich Kleinigkeiten. Gut, und es kann natürlich sein, dass eine Membran nicht hundertprozentig dicht ist. Also wie gesagt, beim Schließen kann es sein, dass die eben nicht ganz abdichtet und bei höheren Drehzahlen, dass die so ein bisschen, wenn sie auf die Dichtfläche zurückschlägt, so ein bisschen springt dabei und dadurch ein leichter Druckverlust stattfindet. Ja, das sind so die Nachteile, die mir eingefallen sind, sind aber, wie gesagt, nicht wirklich schlimm, die Nachteile. Für normales Tuning, und ich rede hier auch schon von gutem Tuning, also auch
sag ich mal, wenn du jetzt bei einer Simson irgendwie auf 15 PS oder so gehst, aus, was weiß ich, 85 Kubik oder so, da spielen diese Nachteile keine Rolle. Genauso, wenn ich jetzt bei einer Vespa, bei einer 200er irgendwie ein Malossi drauf mache und gehe da irgendwie auf 25 PS oder 30 PS, auch da ist es ist noch nicht relevant. Die Nachteile sind wirklich für richtige Hardcore-Tuning-Rennmotoren. Da spielt es eine Rolle, wo du halt dann am Ende vielleicht mal an PS verlierst und dadurch auf der Rundstrecke eine halbe Sekunde oder eine Viertelsekunde, da macht sowas was aus. Aber so im Alltagsbetrieb für dieses normale Tuning und auch schon für stärkeres Tuning sind diese Nachteile im Endeffekt irrelevant für uns. Genau, jetzt noch ein kurzer Exkurs. Ich hatte ja eben gesagt, es gibt für dieses Hardcore-Tuning noch ein anderes Einlasssystem. Das möchte ich kurz noch erklären, dass ihr jetzt euch nicht fragt, was meint er jetzt damit. Es gibt ein System, das ist meines Erachtens nach das leistungsfähigste System, wenn es um hohe Drehzahlen geht, um Höchstleistung. Und zwar ist es ein Drehschiebersystem, was aber nicht funktioniert wie bei Vespa mit der Kurbelwelle, sondern mit einer extra Scheibe, die den Einlass verschließt und öffnet. Okay? Mehr will ich dazu jetzt nicht sagen, aber es gibt eben noch ein anderes Drehschiebersystem und das ist typischerweise bei den Hardcore-Rennen und Tuning-Motoren verbaut. Und das ist das, was beim Zweitakter meines Erachtens und meines Wissens nach bisher die Spitzenleistung gebracht hat. Das System wurde aber original nie verbaut. Und deswegen werde ich da wahrscheinlich auch nicht weiter drauf eingehen. Das war's. Ich hoffe, ihr habt alles verstanden und jetzt könnt ihr euch überlegen, ob ihr einen Membranumbau macht. Wie gesagt, bin da mit manchen Umbausätzen nicht so zufrieden. Ich finde, ich sehe es oft, wenn wir Motoren kriegen, wo ein Membransystem dran ist, dass es ein totales Gefrickel ist. Bedeutet, diese Systeme, die es zu kaufen gibt, sind einfach nicht gut konstruiert, finde ich, ist meine Meinung. Gerade bei Vespa gibt es dann Systeme, wo der Vergaser dann irgendwie in den Rahmen reingequetscht wird oder unter die Seitenbacke gequetscht wird, so schepp steht, die Züge fast abknicken. Das ist für mich kein gescheites System. Also da bin ich kein Freund von, sage ich euch ganz ehrlich. Es gibt gute Membransysteme mit Sicherheit irgendwo, aber viele gefallen mir nicht. Und was ich oft höre und auch oft lese, ist, dass es bei diesen Problemen, vor allem bei Vespa, bei diesen Membranumbauten Probleme gibt. Die Leute kriegen es nicht abgestimmt oder es sifft rum oder der Vergaser verhält sich irgendwie komisch, was kein Wunder ist, wenn er so schepp steht und die Schwimmerkammer, der Sprit komplett schepp steht. Ist klar, dass es sich schlecht abstimmen lässt und wenn man dann das hin und her schwappt, dass der Motor dann sich komisch verhält. Deswegen bin ich da kein Freund von. Prinzipiell ist eine Membran eine gute Sache, aber irgendwie so wirklich, ja, es gibt halt wirklich viele Umbausätze, die irgendwie nicht solide und zuverlässig funktionieren. Das ist so meine Erfahrung. Und man muss viel Arbeit investieren, bis das alles passt. Und dann, wie gesagt, ich sehe es einfach oft, da ist irgendwas gefrickelt und dann irgendwelche, wie gesagt, so Kühlschläuche und mit einem Haufen Schellen und das alles steht irgendwie schepp. Und bis zum nächsten Mal. Wenn dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch freuen und natürlich, wenn du den Channel abonnierst. Du kannst mir gerne in die Kommentare schreiben, was du in Zukunft zu so sehen willst und ich versuche ein Video dazu zu machen, damit ihr alle Fragen rund ums Thema Simson und Vespa beantwortet bekommt. Und ansonsten kannst du dir auch gerne hier meine anderen Videos natürlich anschauen.